Und ein herzliches Willkommen zurück zu Wise of Rome mit von Nöhe Gameplays als Hobby. Wir sind dabei, unsere Kameraden zu befreien, die hier in diesen Käfigen hausen. Bevor sie verbrannt werden, wie wir beim letzten Teil schon gesehen haben. Und dann schauen wir uns mal um und kämpfen einfach mal drauf los. Kann ich die Fässer mitnehmen? Nee. Hier sind aber viele Fässer. Okay, geht schon los. Mach ich den. Oh. Bewaffnet euch, Männer! Sammelt die überlebende Rimmer, organisiert die Verteidigung. Ich wollte eigentlich vorher noch ein bisschen gucken, wenn das noch funktioniert. Okay, Scheiß aufs Gucken. Wir beziehen Stellung, Männer. Los geht's. Oh. Okay, für was kann ich mich entscheiden? Bogenschützen links sichern. Befiehl dem Bogenschützen, die linke Seite der Formation zu decken. Dies ermöglicht eine direkte Sichtlinie auf die Anhöhe der römischen Schlachtlinie. Bogenschützen schießen auf Ziele auf der Anhöhe. Mhm. Was gibt's hier? Befehl dem Bogenschützen, die rechte Seite der Formation zu decken. Dies ermöglicht eine direkte Sichtlinie auf den Bereich vor den römischen Schlachtlinien. Bogenschützen schießen auf Ziele unter sich. Hm. Schildkrötenformation! Schützen! Schildkrötenformation! Ich bin am Scorpio! Haltet aus! Oh, ich muss am Scorpio? Okay. Ah, hier. Infanterie im Anmarsch! Deswegen die ganzen Fässer hier. Eine weitere Runde stürmt an! Herr, Sie ziehen sich zurück! Okay. Ging in dieser Hinsicht doch leichter, als ich gedacht hatte. Ich hatte jetzt gedacht, oh Scheiße, was kommt denn jetzt auf uns zu? Okay. Kann man da hoch? Nee. Jetzt habe ich aber scheinbar Zeit zum Gucken. Ich wette zumindest, dass es hier doch bestimmt irgendwo wieder was zu finden gibt.
Ich meine, man darf, kann es den Barbaren nicht verübeln, wie sie uns behandeln. Also, hier die Römer, ne? Nach dem, was wir gesehen haben, wie die Römer die Briten behandeln. Da kann man das eigentlich nur nachvollziehen. Okay, wo geht's hier dann lang? Nach links oder nach rechts? Kann man hier überhaupt lang? Ja, kann... Ah! Ich wusste doch, hier muss es irgendwas geben. Okay, dann würde ich mal sagen, sammeln wir uns hier unten. Formation! Zu mir! Los! Okay. Schilde heben! Okay, das funktioniert also auch wieder. Hila, Männer! Wo habe ich die jetzt wieder her? Ich weiß es nicht, aber egal. Schilde! Zusammenrücken! Gut, funktioniert alles. Wir können also weiter. Das finde ich voll cool. Das haben die echt klasse gemacht. Das ist geil. Okay, wir können ja eh nur gerade ausdrücken. Die laufen dann schon ihren Weg. Ist doch eh gleich wieder der Hinterhalt. Okay, weiter können wir nicht. Okay, wir haben aber alle erwischt. Oh yeah. Die sieht man gar nicht. Okay. Gehen wir mal einfach weiter. Ich würde es ja eher schon fast als Falle sehen. Okay, einer hat wohl überlebt. Alle auf ein! Schön, dass wir unendlich Spieler haben, die wir noch nicht mal bei uns führen. Los! Ihr da? Folgt mir zur linken Flanke. Der Rest zur rechten und wartet auf mein Signal. Ja, Herr! Was für ein Signal, was muss ich machen? Durchsuche den Sumpf, durchsuche die Gegend nach Feinden. Okay, ich muss wohl alle töten oder sowas. Wie auch schon die ganze Sumpf, Zeit. Männer. Unsere Brüder brauchen uns. Folgt mir! Ah, Tümpel. Glühwürmchen. Wenigstens etwas Schönes. Hier sollen wir wohl hoch. Oh, hier gibt es doch bestimmt noch viel mehr zu sammeln. Ach, der schon wieder. Dein Ernst? Alter! Verhindere die Rituale, rette die Römer vor dem Tod durch die Flammen. Thank you.
Du verbrennst meinen Leuten nicht. Er hat eine Fackel. Er da. Befreit sie. Habe ich nur noch zwei Leute? Sind die alle tot oder was ist hier los? Was ist hier los? Guck mal, da hinten ist auch ein Feuer. Wollen wir mal da hinten hin, oder? Da komme ich gar nicht hin. Was ist, wenn da auch die... Oh! Da kann ich nirgends hin. Okay, wir müssen wohl hier entlang. Vorwärts. Aha. Alter. Töte ihn, bevor er die Käfig anzündet. Ich würde gern, wenn er da hingehen würde. Eieiei. Ich bin schon fast tot. Drück auch noch als die verkehrte Knopf, dabei bin ich schon fast tot. Gib mir Leben! Nein! Falscher Knopf. Haben wir sie alle... Oh, Pino. Brauchen wir nicht. Haben wir sie alle befreit? Gut. Ja, gib mir Leben! Na, werf doch! Geht doch! Oha. Nix da. Schon wieder einer.
viele denn noch? Weil Leute, ich seh die gar nicht. Ja, befrei mal. Ich dachte, du mich wärst gefehlt. Tut das gut, euch zu sehen. Herr, ich habe Vitalion gesehen. Sie haben ihn zum Weidenmann gebracht. Was machen die Leute noch hier? Hallo, wollt ihr nicht mitkommen? Meine Güte. Ich hatte doch viel mehr Römer. Das soll mal einer verstehen. Wo sind die alle? Oh, mir ist immer noch warm. Ich schwitze. Ein Speicherpunkt, sehr schön. Ich liebe Speicherpunkte. Geht euch doch bestimmt genauso. Na, für die kommt jede Hilfe zu spät. Okay, da kann ich nicht hoch. Dieses Ding ist. Was für ein Ding? Ach so. Ach, hier sind wir jetzt, okay. Dann gehen wir am besten mal hin. Am besten außen rum, ne? Erstmal ein bisschen gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Feinde, die wir erlegen könnten. Bevor die mich erlegen. Oh. Ein Nagelbrett. Oder sowas. Tja, Foltern kann schon Spaß machen, oder? War jetzt nicht so gemeint. Okay, hier hinten gibt es wohl nichts. Das wundert mich jetzt. So versteckt im Schatten. Hätte ich jetzt eigentlich aber... Oh, Texturenmatsch. Ah, jetzt nicht mehr. Na, lecker. Wer macht denn sowas? Wer will denn freiwillig in so einer Stinkgelauche wohnen? Irgendwie klingt, sieht es ja doch schon so ein bisschen unwirklich aus, als ob Menschen in sowas sich wohlfühlen. In so einem Gestank und ich meine, das kann ja auch Seuchen hervorrufen. Kann man mir nicht sagen, dass man sowas gutheißen würde. Auch als Barbar nicht. Dass man so einen Lebensraum sich aussucht und herstellt. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist total unlogisch. Naja, gut, okay. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Das war Rise of Rome mit von Nöhe Gameplays als Hobby mitten aus dem Sumpf in Britannien. Das sind, glaube ich, in Britannien. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben.
und ein Abo dalassen, falls ihr nichts verpassen wollt, wie es weitergeht, wie es mit der Geschichte weitergeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder bei einem anderen Let's Play oder hier beim nächsten Teil dann. Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.